Möchtest du Star Trails, auch Sternstrichfuhren genannt, fotografieren? In diesem Video erfährst du alles über die Planung und die Aufnahmen. Die Bildbearbeitung gibt es dann bei Cellapix. Ich bin Angelika und werde dir die Planung und das Fotografieren erläutern. Lass uns gleich mit der Idee zum Bild beginnen. Nicht weit von meiner Wohnung liegt der Langerteich. Bei kurzen Spaziergängen komme ich dort oft vorbei. Deshalb kam mir irgendwann die Idee, Star-Trails über diesem Teich aufzunehmen. Der Teich liegt weit genug von der Straße entfernt, sodass ich keine störenden Fahrzeuglichter zu erwarten hatte. Dieses Foto ist in Richtung Süden aufgenommen. Ich wollte die Strichspuren jedoch gerne als Halbkreise haben. Die Sterne kreisen um den Polarstern. Wenn wir mit einer feststehenden Kamera lange belichten, entstehen so Kreise um den Polarstern. Dazu muss die Kamera in Richtung Norden, wo der Polarstern zu finden ist, ausgerichtet werden. Also beschloss ich, die Star-Trails vom Teichdamm her aufzunehmen. Ich suchte mir schon bei Tage einen geeigneten Standort. Über die Wetterbedingungen und die Mondphase informiere ich mich mit der App Clear Outside. Sie kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Hier ein Beispiel für den 25. Mai 2023. Der Mond geht um 2 Uhr unter. Dann beginnt die ideale Dunkelheit für die Star-Trails. Ich starte meine Aufnahmen allerdings etwas früher. Dann wird die Landschaft etwas aufgehellt. Wenn sie mir zu hell wird, lasse ich die Aufnahmen bei der späteren Bildbearbeitung einfach weg. Wirklich Nacht wird es in Norddeutschland jetzt leider nicht mehr. Sonst gäbe es in der Zeile Sunlight einen schwarzen Bereich. Der dunkelblaue Teil bedeutet astronomische Dämmerung. Auch in dieser Phase lassen sich Star-Trails aufnehmen. Damit bliebe am 25. Mai eine gute Stunde für die Aufnahmen übrig. Leider werden zu viele Wolken erwartet. Damit ist dieser Tag ungeeignet. Das Beispielbild für dieses Video habe ich im September bei Nacht und um Neumond herum in 2 Stunden aufgenommen. Nun zu den Kameraeinstellungen. Den Weißabgleich der Kamera stellt ihr entweder auf Leuchtstofflampe oder ihr wählt eine Farbtemperatur. Für Astroaufnahmen eignen sich beispielsweise 3900 Kelvin. Für Star-Trails stelle ich die größte Blende ein, in meinem Fall 2.8 für das Nikkor 14-24. Bei dieser Einstellung bildet das Objektiv nicht mit optimaler Schärfe ab. Bei Star-Trails wirkt das jedoch ganz gut. Für mein Beispielbild habe ich die Nikon 5300 benutzt und die ISO auf 800 eingestellt, um einerseits das Rauschen zu minimieren. Andererseits sollten die Aufnahmen nicht zu dunkel werden. Ich belichte die Einzelaufnahme jeweils mit 30 Sekunden. So kann ich notfalls einzelne Aufnahmen aussortieren, falls dies erforderlich wird. Mit diesen Einstellungen lässt sich später im Bedarfsfall auch ein Timelapse erstellen. Also ein Video, wie sich die Strichspuren aufbauen. Die Fotos werden im RAW-Format gespeichert, damit wir sie hinterher optimal bearbeiten können. Entweder über Intervallaufnahmen oder mit einer Fernsteuerung lasst ihr die Kamera dann über den gewählten Zeitraum selbstständig fotografieren. In meinem Fall waren es 335 x 30 Sekunden. Ihr solltet zwischendurch möglichst nichts berühren, sondern einfach den Blick in den Abendhimmel genießen. Die Aufnahmen habe ich anschließend sowohl in Photoshop als auch mit der autonomen Software Star Trails bearbeitet. Details dazu findest du bei Cellapix. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung der heutigen Anregungen.